Muss er. Bin gleich beim Ziel. Da ist er. Haltet eure Position. Kämpft um jeden Meter. Hier kommen jetzt welche. Ich kann mich doch nicht die ganze Zeit hier verstecken und dann. Das geht doch nicht. Wie soll ich das denn machen? Geh da rüber. Das, wie soll ich denn? Was zum Teufel? Hallo? Mach's halt noch ein bisschen schwieriger. Okay, ich versuche mal die nächste Stufe. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen hier. Aber das ist ja echt hardcore. Ja, läuft super. Kann man nicht anders sagen. Einwandfrei. Ich muss da jetzt auch durch, oder? Was ist denn das für ein... Das war der letzte Müll. Oh, noch die Dicken da drin. Okay, warte mal. Ich gucke jetzt mal eben. Eine Sache gucke ich jetzt mal. So, geh da hoch. Wenn man jetzt den Sniper da mal wegkriegt. Vielleicht mit unserem Sniper. Scheiße. Das läuft ja überhaupt nicht. Das ist ein Kommandant. Der aber nicht. Das ist auch ein Kommandant. Ja, das ist klar. Ja, ja. Mach mal. Hm, schieß mal. Mach ruhig. Gar kein Problem. Die Kommandanten einfach da oben drauf. So, ja, ja. Oh. Das gibt es doch nicht. Auch noch ausgerechnet die Sniper, weißt du? Ausgerechnet die Sniper sind auch noch, Ah, vielleicht kriege ich ein bisschen Platz dadurch. Ballern aber ordentlich einen weg, oder? Das ist schon echt nicht feierlich. Okay, ein paar habe ich erwischt. Das gibt es doch nicht. Ich mache mich immer wieder voll. Ja, evakuiert mal. Lass bitte nur die Kommandanten da. Okay, ihn sehe ich da, ja. Och, ist das einer der Kommandanten? Ach, der gelbe Typ ist auch ein Kommandant. Der dicke. Hm, ist klar. Ist logisch. Alles klar. Naja gut, warte mal. So. Das ist keiner. Keiner. Wo steht er denn? Da. Das ist einer. Da oben war da auch noch irgendwo einer. Okay, das ist auch ein Kommandant. So, die suchen uns zwar, haben uns aber noch nicht gesehen. Rennen in heller Aufregung jetzt hin und her. Und jetzt hat uns einer gesehen. Und der snipert uns schon wieder weg.
haben uns aber alle im Visier. Das ist uncool. Habe ich ihn erwischt? Da hinten ist noch einer. Das kann ja dann kein, da. Okay. Weg. Wir müssen da auf jeden Fall. Das ist der Kommandant. Den muss ich auf jeden Fall. Kann ich nicht ihn da oben auch irgendwie? Ne, die ballern einen so weg hier. Das gibt es nicht. Versucht da jetzt einfach mal auf ein bisschen gut Glück. Die verreißt aber auch so die Waffe. Aua, was wir hier alles erleiden müssen. Uah, so wahnsinnig. Okay, wieder voll machen. Es ist ein bisschen ermüdend, ich weiß. Und ein bisschen unspannend, ich weiß. Aber, was soll man machen? Ich meine, das ist echt mal eine super fiese Konstellation hier. Nein, geht da doch nicht hoch, Mann. Scharfschütze? Nee, hier ist kein Scharfschütze. Du bist der Scharfschütze. Kann man vergessen. Mit der Wumme triffst du da hinten nichts. Das ist total für den Hintern. Da muss ich jetzt echt versuchen, ihn da auszuschalten. Oder ihn erstmal. So. Okay, und dann immer wieder hier ran und heilen. Sobald der da weg ist, können wir vielleicht ein bisschen weiter ins Dorf rein. Aber so. Ich renne doch nicht jetzt nicht an dem vorbei. Vor allem, den müssen wir ja sowieso umnatzen. Jetzt haben wir hier noch einen. Au, Alter. Kann ich ihm da nicht einfach hier so ein, so? So? Nee. So? Nee. Mann, fall um! Ihn habe ich erwischt. Fast wie der Spind-Simulator hier, nur halt im Stein gerade. Jetzt fall um, du Sau. Das darf doch nicht wahr sein. Was frisst der denn? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Dann dauert das auch noch so lange hier. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber... Lad nach. Da kommt der Nächste. Wann fällt der denn mal um? Wie viel frisst der, bitteschön? Also das finde ich gerade echt ätzend, diese Mission. Muss ich schon sagen. Treffe ich nicht oder was mache ich hier? Habe ich ihn die ganze Zeit nicht getroffen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
3 Schüsse, wieso lädt der wieder nach? Das glaube ich nicht. Was hat mich denn jetzt erwischt? Der Sniper schon wieder? Wenn die Sniper weg wären, würde es gehen, oder? Kann ich hier nicht eine Schussposition einnehmen? Okay, ihn habe ich erwischt. Ich habe einen erwischt. Ich habe einen erwischt. Dann muss ich jetzt nur noch in das Camp reinkommen und da irgendwie eine relativ sichere Position einnehmen. Okay, Geronimo! So. Okay. Er sieht uns nicht. Ihn habe ich erwischt. Jetzt heilen wir uns. Und zwar voll. Der hat nämlich immer noch üble Schüsse drauf, der Typ da hinten. So, kurz hier hoch. Okay. Entschuldigung fürs Räuspern, aber ich war jetzt doch ziemlich nervös hier, ob wir das schaffen oder nicht. Jetzt müssen wir die noch alle knipsen. Kann ich doch hier irgendwie so eine Abkürzung nehmen, oder? Hier ist das. Kann ich hier nicht? Kann man doch. Hallo? Verarsche. Wie komme ich denn? Hallo? Wie kommt man denn da hoch? Das sieht mir aus, als wäre da oben irgendwas. Mal gucken. Ah, hier ist sowas. Okay. Komme ich hier hoch? Was? Ach, hier. Was habt ihr denn da gebaut? So, Foto machen. Munition nehmen wir einfach mal sicherheitshalber mit. Und weil er uns so genervt hat, plündern wir ihn auch. Und, pass mal auf, ich will das mal ausprobieren. So. Das hat geklappt. Hüpfen wir hier runter. So. Knipsen noch ein Fötchen von dem da hinten. Uah. Von ihm da. Oh, Gott sei Dank. Jetzt haben wir aber nicht mehr unsere schöne Schredder. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber naja. Ich kann ja jetzt wieder hier in das Dorf schnell reisen. Weil ich glaube, wir haben da noch eine Quest. Und dann tauschen wir nochmal eben die Waffe aus. Oder? Danke. Das Dorf gehört wieder uns. Ja, war ganz wir easy. Wir sind nicht mehr heimatlos. Nee. Jeder sollte ein Zuhause. Schnauze. Jeder sollte ein Zuhause haben. Ja, das stimmt. Waffen. Wir haben, was habe ich denn? Ich habe den hier genommen, ne? Den habe ich mal genommen. Ne, ach so. Ne, warte, wir müssen ja Einzigartiges und den Schredder. Da, zack, hier hin. Ja, bitte. Zurück, Muni. Ja, tschüss. Hörer segne dich. Danke. War eigentlich total, war total easy. War überhaupt gar kein Problem. Okay, da hinten haben wir noch ein Rennen. Das ist... Sollen wir das Rennen noch machen? Komm, wir machen das Rennen mal. Pagan-Soldaten sind nur ein Haufen schießwütiger Halbaffen. Dieses Rennen ist ganz nach Scharmaßsalz das Geschmack. Fahre durch die Checkpoints, um deine Zeit in 5 Sekunden zu verlängern und wechsle während des Rennens das Fahrzeug. Großes Risiko als große Belohnung. Okay, wir machen es mal. Ich werde da jetzt aber nicht wirklich viel Zeit investieren. Ich trinke mal einen Schluck. Dieses Mal wird es nicht einfach, aber man lebt nur einmal, nicht? YOLO, Alter, YOLO. Und mach auch ein paar Aufnahmen. Ja. Also zeig, was du kannst. Dann wink mal bitte, damit ich überfahren kann. Und los geht's. Wir fahren sogar in Richtung des Turms. Das ist ziemlich gut. Lasst mich bloß in Ruhe. Aua!
Ich hätte, ich weiß nicht mal, was ich vergessen zu kaufen. Erste-Hilfe-Sets und so, ne? Scheiße. Die könnte ich ja eigentlich auch im Dings kaufen. Zum nächsten Fahrzeug wechseln. Achso, ich hätte, ja. Okay, dann müssen wir mal versuchen.